Wir müssen dringend ein Haus finden, ey. Das gibt's doch nicht. Was? Boah, ich bin da gerade nicht hochgekommen, Alter. Ja, das ist es. Das ist unser Gebiet. Davon ist unsere Hütte. Wir müssen zu der Hütte, wir müssen zu der Hütte. Es ist noch ein ganzes Stück, aber wir schaffen es. Komm schon. Wir müssen es einfach schaffen. Ich will da wieder hin. Boah, Leute, ich habe gerade echt voll Adrenalin hier gerade. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen davor, dann rechts. Und das sind auch Hütten. Da ist auch eine Hütte, da müssen wir jetzt rein. Ich gehe da jetzt einfach rein, scheiß drauf. Wir gehen da rein, heilen uns. Oh, ich hoffe, die Wölfe können immer noch nicht in Hütten. Locksort. Oh. Wir sind wieder da, wir sind wieder daheim. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich will die Dings ausmachen. Boah, es ist dunkel hier drin. Alter Vater. Ich mache jetzt mal ein Match an. Wir müssen dringend was essen. Okay, wir machen es jetzt mal anders. Wir essen und trinken kurz was. Food and Drink. Venison Raw, damit können wir nichts anfangen. Das ist eh schon ziemlich kaputt. Wir trinken erstmal kurz eine Soda. So, und ich schleiche jetzt mal hier durch die Dunkelheit. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und wenn nicht, kann ich leider auch nichts dagegen. Hallo? Ey, hier sind Dosen! Oh Mann, die kann ich nicht mitnehmen. Wie fies. Ist alles schon offen hier. Hier war wohl jemand schon vor uns. Sewing Kit. Wir brauchen alles, aber kein Sewing Kit. Aber ich glaube, unsere Condition geht nicht mehr weiter runter. Wir sind aber mega müde. Und sobald wir hier alles durchsucht haben, müssen wir uns dringend mal irgendwo in ein Bett hauen. Essen, trinken und dann pennen, um unsere Gesundheit zu regenerieren. Bis zum nächsten Morgen. Boah, Leute. Ich habe so lange jetzt eine Pause von dem Spiel gemacht und es flasht mich wieder so weg. Ohne Scheiß. Es ist ein relativ simples Spielprinzip. Es geht ja rein um Survivalen. Aber ganz ehrlich, Leute, ich würde echt jedem von euch empfehlen, jedem. Auch den Leuten, die jetzt sagen, okay, ich habe mit Survival-Titeln eigentlich überhaupt nichts am Hut. Macht es, guckt euch dieses Spiel an und ich sehe gar nichts mehr, na toll. Es lohnt sich, Leute, es lohnt sich. Und ich glaube, die Stormlantern hält jetzt auch viel länger als vorher. Ist gerade noch bei 86%, obwohl wir durch die Wildnis gerannt sind damit. So, komm, zack. Also wie gesagt, das Spiel ist mega geil und ich kann es echt nur jedem empfehlen. Und wir haben auch gerade noch Fuel gefunden für die Lantern. Für die Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da funkeln die Sterne und ich sauf ein Bier. Nee, Quatsch. Remix. So, also zack. Something's gotta go. Der Fridge, ist im Fridge denn was drin? Eine Water Bottle, das ist schon mal gut. Und im Freezer haben wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Fleisch. Boah, und ich rutsch auf meinem Stuhl immer weiter vorwärts. Das gibt's nicht. Wenn ich nervös bin in dem Spiel, dann rutsche ich immer weiter vorwärts, bis ich fast runterfalle und dann merke ich es auch erst. So, da ist ein zweiter Ausgang. Ah, das ist empty. Ich glaube, wir richten uns hier fast mal ein, ne? Oh, geil, Boots. Okay, Kälte geht runter. Die Müdigkeit geht hoch. Aber es sieht gut aus hier. Es sieht echt gut aus hier. Und ich glaube, die haben die Häuser ein bisschen umdesignt, ne? Das ist ein Scarf, oder? Komisch. Den Schal können wir nicht nehmen, falls es überhaupt einen Schal darstellen soll. Aber ich glaube echt, die Häuser haben sie ein bisschen umgestaltet, ne? Die sahen das letzte Mal doch anders aus. Da müsste ich nochmal in die letzten Folgen reingucken. Schuhe, na toll. Und hier wieder die Familienporträts wahrscheinlich längst verstorbener Menschen. Okay. Wieso geht das jetzt jedes Mal aus? Was ist dann denn los? Work Boots. Ja, man merkt, das Spiel ist noch in der Alpha. Das muss man ja auch dazu sagen, ne? Das Spiel ist ja Early Access. Es ist nach wie vor in einer Alpha, noch nicht mal in einer Beta. Und dafür ist der Inhalt echt schon gewaltig. Also dafür ist wirklich der Inhalt gewaltig. Für eine Vollversion, okay, da könnte man drüber streiten.
Aber ganz ehrlich, für ein Spiel, das gerade mal in der Alpha ist, das ist so geil. Und es wird ja ständig dran gearbeitet, man sieht's ja. Alleine, dass man jetzt von Dings von Ort zu Ort reisen kann, ist schon mega geil. So. Eating, 450 Kalorien. So, wir müssen eigentlich nochmal was essen. Wir brauchen dringend mehr zu essen. Aber wir haben ja jetzt Glück, wir sind ja jetzt tatsächlich in diesem Dorf wieder. Was bedeutet, dass wir uns jetzt hier ganz entspannt ins Bett legen können. So, jetzt gucken wir mal. Ich penne jetzt mal bis 5 Uhr morgens. Rest. Ich hoffe, dann ist schon hell. Und ich hoffe, wir leben dann auch noch. So, 23 Stunden haben wir jetzt überlebt. Ich glaube, die Laterne können wir mal wegpacken. Wie geht denn das nochmal? Wir können die hier auch hinstellen, das will ich aber nicht. Halt. So, jetzt. Equipment. Erstmal trinken wir was. Water Potable haben wir noch ganz schön viel. Das hauen wir uns natürlich sofort rein. Wieso sind wir eigentlich encumbered? Wieso sind wir überlastet? Oh, okay, wir sind mega überlastet sogar. Okay. Clothing. Condition, Cotton Socks bringt nichts. Basic Boots ist Quatsch, Shoes. Insulated Boots, oh, die sind viel besser, ne? Warte mal, die Tock. Gut, da ist die hier schon mal besser. So, Insulated Boots, Wool Socks. Wo haben wir denn jetzt? Cotton Long Underwear, 0,9. Die ist trotzdem besser, okay. Insulated Boots. Was sind denn unsere Schuhe? Ach da, okay. Shoes 0,5. Okay, die Insulated Boots sind halt so viel besser. So, und wisst ihr, was wir jetzt einfach mal machen? Es ist früh morgens. Das bedeutet, wir können jetzt einfach mal ein bisschen harvesten. Cotton Socks können erstmal weg. Deswegen habe ich jetzt auch die Zeit auf so früh gestellt, dass wir so früh aufstehen. Dass wir auch ganz gechillt mal die Sachen harvesten können. Basic Boots. Danach werden wir wahrscheinlich so Hunger haben. Daunenskijacke kann weg. Alles, was wir jetzt nicht tragen, kann weg. Dann sind wir nämlich auch ein bisschen leichter unterwegs. Boah, Leder bekommt man 2 Stück aus den Schuhen. Alter Schwede. Okay, wir müssen dringend was essen. Nein, wir müssen nicht dringend was essen. Alter, das Essen ist es, glaube ich, auch deutlich besser geworden, ne? Es dauert wesentlich länger, bis man hungrig ist, habe ich so das Gefühl. So, die Tock kann weg. Thin Wool Sweater kann auch weg. So, wir haben schon 8 Uhr morgens wieder. Aber das macht gar nichts. Das macht wirklich gar nichts jetzt ausnahmsweise. Denn, wenn wir die Sachen hier mal auseinandergenommen haben, Cotton Long Underwear kann auch weg, dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und gehen einfach mal ins Nachbarhaus. Dann rüsten. Dann richten wir uns jetzt hier erstmal noch nicht ein. Sondern gehen dann erstmal noch in die Nachbarhäuser und gucken mal, was da so alles rumliegt. Und wir sind immer noch encumbered? Wie kann das denn sein? Ich esse erstmal kurz was. Food, Drink, Water Potable, Drink. Wir brauchen auch dringend wieder was zu essen, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Candy Bar. Wie sieht es mit dem Venison aus? Boah, wir müssen es dringend mal braten. So, ich glaube, hier unten war... Ne, hier unten war kein Ofen, ne? Also hier ist schon mal gar nichts. Storm Lantern lassen wir jetzt einfach mal ausgerüstet. Ne, wir rüsten die mal nicht aus. Wir rüsten mal die Dings aus. Die Flare. Flare, 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 Flare. Flare. So, equip. Und ich habe es schon gesehen. Wir haben nichts mehr zu essen jetzt, wenn wir nicht bald was braten. So, da ist nix. Ah, den Ofen können wir natürlich nicht benutzen. Wir bräuchten einen Kamin. Und ich weiß auch, welches Haus einen Kamin hat. Nämlich das ganz oben auf dem Berg. Das Problem ist nur, wir müssen da erstmal hinkommen, ne? Oh, Toilet, auch sehr gut. Da können wir nämlich mal ein bisschen Wasser rausholen. Jetzt sind wir natürlich mega überlastet, ich weiß. Aber wir können leider im Moment nichts ablegen. Oder können wir was ablegen? Ich weiß es nicht. Workboots 1,9. Ach, die Workboots sind besser. Wool Socks, Quatsch. Komm, dann nehmen wir mal die Workboots.
Und reparieren mal kurz noch. Vielleicht kriegen wir da noch... Oh, nee, das können wir eigentlich nicht, können wir uns eigentlich nicht leisten. Wir müssen uns eigentlich schnellstmöglich was zu essen holen. Das rohe Fleisch essen könnten wir zwar, aber das bringt so gut wie nichts. Ganz im Gegenteil, das bringt uns wahrscheinlich um. Weil es giftig ist. Boah, schönes Wetter hier. So, jetzt vorsichtig. Nicht, dass hier noch irgendwo ein Wolf rumrennt. Boah, sag mir nicht, das Haus hier ist echt total verbarrikadiert. Boah, das ist ein Wolf. Ich bin so langsam. Oh, Gott sei Dank. Oh, hoffentlich ist hier was zu essen. Ja, eine Candy Bar. Na bitte. Ich sag's noch. Genau in dem Moment finden wir was. Perfekt. Pineapple Peaches. Yay. Cherry Can. Kann es sein, dass die Cherry Can vielleicht zu schwer ist? Der Kanister? Cloth. Noch eine Storm Lantern nehmen wir auch mal mit. Wir sind halt hoffnungslos überlastet gerade. Flare nehmen wir auch nochmal mit. So, jetzt müssen wir mal kurz, ganz kurz gucken. Erstmal essen wir was. Ganz, ganz wichtig. Stacy's, was? Stacy's Grape Soda. Okay. Hauen wir uns trotzdem erstmal das hier rein. Und Pineapple Peaches hauen wir uns auch direkt rein. 450 Kalorien. Can Opener haben wir ja 3 Stück. Und ich glaube, dann nehme ich gleich mal einen auseinander. Wir dürfen eigentlich nicht überlastet sein. Wenn wir überlastet sind, entkommen wir den Wölfen kaum. Aber das Problem ist 38. Wir sind halt so krass überlastet, dass ich überhaupt nicht weiß, wie wir das machen sollen. First Aid haben wir fast nichts. All. Condition Weight. Ach, das Feuer. Ah, okay. Das Feuerholz ist so schwer. Mist. Die Insulated Boots wiegen 2. Wir könnten ja eigentlich mal kurz repairen. Heavy Wool Sweater eigentlich nicht, sondern Storm Lantern reparieren. Ah, ich weiß nicht. Mit dem Sewing Kit ein Cloth. Könnte man eigentlich mal machen, ne? Machen wir mal kurz. Aber dadurch werden wir wahrscheinlich überhaupt nicht leichter, ne? Es sei denn, wie viel wiegt denn so ein Cloth? Wahrscheinlich gar nichts. Ah, wie machen wir das jetzt, Freunde? Ich bin echt gerade voll überfragt. Ich weiß nicht. Wir könnten ja eigentlich mal was hier zurücklassen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wobei, zurücklassen ist dumm. Wir kommen wahrscheinlich gar nicht mehr so schnell hierher. Deswegen gehe ich mal kurz auf die Tools und da haben wir doch eins. Storm Lantern 21%. Harvest. Können wir die Storm Lantern auseinandernehmen? Bestimmt, oder? Ja. Können wir. Storm Lantern, eine Storm Lantern nehmen wir jetzt mal auseinander. So. Dann. Can Opener, Can Opener, Can Opener. Einen Can Opener nehmen wir mal auseinander. Boah, es ist schon wieder 13 Uhr. Scheiße. Und ich wollte noch zu dem Haus. Ja, das sollten wir eigentlich noch irgendwie hinkriegen. So, Cloth können wir zu Bandagen machen. Das brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Priber. Insulated Boots nehmen wir mal noch auseinander. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir nicht mehr überlastet sind. Sobald wir halt ein Haus haben, ist es kein Problem. Dann können wir unser ganzes Zeug da einfach hinschmeißen. Aber guckt euch das mal an. Wir haben so viele Sachen jetzt auseinandergenommen und sind gerade mal 2,2 Kilo leichter jetzt. Und das meiste wiegt halt wirklich das Feuerholz, aber das können wir ja nicht einfach ablegen. Das brauchen wir. Dringend sogar. Kein Wolf, kein Wolf, kein Wolf. So. Ich gebe jetzt alles, dass wir zu diesem Haus kommen. Zu diesem einen Haus, zu dem wir jetzt hin müssen. Ich scheiße jetzt auf alle kleinen Hütten und alles, was hier in der Umgebung ist. Und ich glaube auch, der Pier hier ist neu, ne? Ich scheiße jetzt auf alles, was hier in der Umgebung ist. Nur ein Wolf und da hinten ist noch einer gewesen eben. Ja, komm. Es dauert aber zu lang eigentlich. Aber ich mach's trotzdem. Wir sind halt so überlastet jetzt. Hey, das will ich gar nicht. Hey. Na, der Wolf geht jetzt in die andere Richtung. Das ist natürlich geil. Auch wenn wir mega langsam und total überlastet sind, wir schaffen's. Komm schon. Da oben ist die Hütte. Da, wo ich jetzt hinguck. Da ist die Hütte. Da müssen wir hin. Boah, das wird jetzt hier echt ein Dings. Das wird jetzt hier echt eine Tortur, vor allem, weil wir so langsam sind. Aber ich gebe jetzt mein Bestes. Ich ignoriere jetzt alle kleinen Hütten hier.
Wir müssen jetzt einfach nur da hoch. Da oben können wir alles schön einlagern und haben eine perfekte Location, um unser weiteres Vorgehen zu planen. Ich bete nur, dass der Wolf uns nicht sieht. Der eine Wolf ist auf jeden Fall mal weg. Ich gucke irgendwie, dass ich jetzt einen großen Bogen laufe. Okay, komm. Wenn ich schon hier bin. Scheiß drauf. Nein, ich will die Flair nicht anmachen. Search, search, search. Sehr gut. Sieht alles noch gut aus. Alles noch im gelben Bereich. Kann man machen. Okay. Ah, hier könnte man es jetzt auftauen, das Ice Fishing Hole, und fischen. Na, das will ich ja gar nicht. Ich will da lang. Notfalls könnten wir eigentlich auch zu der Hütte gehen, ne? Da hinten sind zwei Wölfe. Da ist ein Wolf. In der Theorie ist die Hütte vielleicht die bessere Wahl. Denn von da kommt jetzt ein Wolf, von da ist ein Wolf, die laufen alle nach rechts und da ist nochmal ein Wolf und die laufen alle in die Richtung. Das heißt, wenn wir jetzt hier lang laufen, haben wir vielleicht Glück und kommen zu der Hütte, okay. Boah, wir sind so langsam, es ist unfassbar. Ah, jetzt bin ich schon wieder im Steam-Menü, Mann. Ich kann nicht mehr rennen, also es ist egal, ob ich jetzt Shift drücke oder nicht. Wir sind kacken langsam. Das war ein Wolf. Da war gerade ein Wolf, ich habe es genau gehört. Da vorne ist noch eine Hütte, aber zu der will ich jetzt nicht. Weil ich weiß ganz genau, dass entweder die Hütte oder vielleicht sogar beide einen Kamin haben, den man anzünden kann. Ich weiß es noch genau, wer die letzte Staffel gesehen hat, die ja nur 7 Folgen lang war, leider. Wir hatten da auf jeden Fall eine richtig geile Location mit allem drum und dran. Boah, Leute, sind wir langsam. Aber wir kommen näher, wir kommen näher. Wenn wir jetzt angegriffen werden, muss ich auf jeden Fall die Flare anmachen. Da vorne schreit einer der Wölfe. Oder heult, man sagt ja nicht schreit, er heult. Einen schreienden Wolf habe ich, glaube ich, noch nie gesehen oder gehört. Boah. Gott sei Dank sind wir noch nicht am Freezen. Aber das dauert jetzt auch richtig, richtig lange, bis wir anfangen zu frieren, so wie es aussieht. Ganz einfach, weil wir so gute Klamotten anhaben jetzt. Und vor allem so gut reparierte Klamotten. Zumindest mal die Jacke, die wir ja repariert haben. Oder wir haben doch die Jacke repariert. Oder? Hm. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass mit den Frames, die ab und zu in den Keller droppen, das hängt mit dem anderen Gebiet zusammen, mit dem Mystery Lake. Hier habe ich jetzt 60, konstant 60 FPS, mindestens 60. 60 bis 120. Und drüben hatte ich 30 FPS, strange. Aber okay, ist noch eine Alpha, da ist es echt verschmerzbar. Ich habe so das Gefühl, da oben wartet ein Wolf auf uns. Boah, von wegen, 30 FPS, zack, runtergebrochen. Geil. Oh Mann. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier hoch. Oh Gott. Schlaf nicht ein, Mann. Beweg dich, beweg dich. Ich weiß, du bist überlastet. Du hast überall Holz in jeder einzelnen Tasche. Holz versteckt, um Feuer zu entzünden. Überall Flares und Äxte und, ja, eine Axt und zwei Can-Openers. Dosenöffner. Wenn ich so viel Zeug am Körper tragen würde, würde ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen können. Aber komm schon, du schaffst es, Mann. Komm schon, komm schon. Wir sind fast da. Wir sind so knapp davor. So knapp, so knapp. Misanthropes Homestead. Ja, das kennen wir noch. Das kennen wir noch. Zack. Oh, Gott sei Dank. Saved Game. Oh, geil. Ich hoffe bloß, es ist das richtige Haus. That'll come in handy. Water Purification Tablets. Ach ja, damit können wir Wasser haltbar machen. Also boilen. Ich weiß gar nicht, was boilen eigentlich übersetzt bedeutet, um ehrlich zu sein. Zumindest nicht die genaue Übersetzung. Ist da noch was dran? Nee.